Wir spielen Anno 1800 live auf Twitch und weiter geht's mit der neuen Folge. Heute die Templerkais. Letztes Mal gebaut, zwei Stück. Ein hier, ein oben auf der Hauptinsel. Ja. Jetzt bin ich mal gespannt, wie das Ganze funktioniert. Ich werde jetzt hier unten. Okay, jetzt ich verstehe. Ich habe jetzt sämtliche Arbeitskräfte, die hier zur Verfügung stehen. Und hier zur Verfügung stehen, habe ich jetzt als potenzielle Arbeitskräfte. Auf der Insel dann entsprechend nicht, wenn die Kampfbereit steht. Okay, das ermöglicht mir natürlich jetzt definitiv hier bestartet auf der Insel zu bauen. Was ich natürlich umgehend auch mache. Das ist vorher allerdings noch mehr Glas. Ich brauche Hilfe bei einigen kleinen Problemen. Oh, können Sie mir helfen, den Karren aus dem Dreck zu ziehen? Was wir dann bauen, sind die Spielgruppen. Die Insel eines Konkurrenten wird belagert. Eifrig wie eine dreibeinige Ziege. Ein Schiff erster Klasse. An die Segel und Brassen. Schiff unter Beschuss. Die Menschen lassen sie hochleben. Schiff unter Beschuss. Wir haben Segel auf deinen. Leinen los.
Schiff unter Beschuss. Neue Befehle, Admiral. Ein Schiff wurde zerstört. Neue Ziele. Kurs gesetzt. An die Segel und Brassen. Schiff unter Beschuss. Also, weiter im Text. Schiff habe ich schon beauftragt. Alles klar, das wird jetzt gebaut. Dann müssen wir das neu losschicken. Die schicke ich erstmal hier rein. Weil ich plane jetzt nicht direkt mit einem Schiff in die neue Welt zu fahren von hier aus. Ich hatte gerade noch irgendwas im Kopf, was ich machen wollte. Okay, Pendlerkreis steht. Ziegel einladen wir uns, glaube ich. War das so? Genau, Ziegel fehlen, ja, richtig. So, eins. Da kommen gleich 100 Stück. Haben wir ein paar unten. So, okay, dann kann ich nämlich hier ein zweites Stahlbetonwerk bauen. Dann wird das Ganze auch schneller produziert. Dann schauen wir nochmal rein in die Übersicht. Mittlerweile nur noch 1200. Okay, diese Pendlerkreise sind natürlich schweineteuer. Kosten 1000 im Unterhalt. Okay, 25 Ingenieure kommen hier rüber. Insgesamt. Schiff unter Beschuss. Ständige Angreifen hier von diesen kleinen Schaluppen hier. Das ist schon ein bisschen nervig. Ständig werden die Warnungen zugespammt und ab und zu wird mein Schiff zerstört. Okay, da ist es. Dann bitte ausladen. Und das Werk hier bauen. Okay, damit habe ich die Versorgung mal gemacht mit Stahlbeton. Denn, okay, jetzt durch das neue Feature von dem Pendlerkai muss ich natürlich aufpassen. Ich könnte mir jetzt gar keinen dritten mehr leisten, fällt mir ein. Fällt mir auf, weil ich viel zu wenig davon habe. Also viel zu wenig Bilanz, weil ansonsten hätte ich nämlich eine wunderbare Produktion hier oben aufgezogen, denn ich habe hier oben sowohl Kupfer wie auch Kohle. Kohle brauche ich gar nicht, sehe ich gerade. Nee, Zink und Kupfer habe ich hier gar nicht. Warum habe ich hier keinen Zink? War das nicht die? Moment, Schiff vom Stapel gelaufen. Da muss ich kurz unterbrechen. Das sollte nämlich sofort übernehmen. War das das hier? Alles klar. Die Dosch. Die darf nämlich dann gleich mal hier drauf gehen. Annehmen und Attacke. So, okay. War das dann hier? Kupfer. Eisen? Nein, auch nicht. War das doch auch hier unten?
Ah, Zink. Zink und Kupfer, okay. Zink und Kupfer hätten wir auch hier. Zink und Kupfer. Da brauche ich aber die normalen Arbeiter. Habe ich hier, habe ich noch insgesamt genügend. Beiden Inseln. Glashütte ist auch kein Problem. Brauchen wir Handwerker, davon haben wir jede Menge. Für die Messinghütte brauchen wir es nicht. Schiff unter Beschuss. Danach dürfte ich, denke ich mal, ins Minus rutschen, wenn ich diese ganze Ein Produktionskette gebaut Konkurrent habe. hat eine Siedlung errichtet. Okay, die Beryl O'Mara, die expandiert mich hier ein bisschen zu schnell. Das ist schon die Insel Nummer 4. Die hat mich hier wahrscheinlich noch irgendwas sichern müssen. Einfach nur aus Prinzip. Schau mich mal kurz um. Irgendwas, wo es wichtige Zink, Stein, Eisen. Okay, das ist nicht unbedingt so wichtig. Habe ich von und auf der Insel gibt es auch nichts. Was hat sie sich denn hier gesichert? Gut, eigentlich auch nicht so dramatisch Wichtiges. Schaut es denn auf diese Mini-Insel hier aus? Hier gibt es eigentlich nur Pust. Hier unten haben wir noch eine Mini-Insel, die bietet zweimal Zink und einmal Stein. Und hier haben wir noch eine. Die bietet zweimal Kupfer und zweimal Steinkohle. Hier Schiff ist. unter Beschuss. Okay, gibt eigentlich nicht so, was man besiedeln kann. Alles andere muss man jetzt irgendjemandem abknöpfen. Ich sag, diese beiden Inseln hier noch, die haben aber ehrlich gesagt nichts, was ich ganz zwingend brauche, was ich nicht schon hätte. Deswegen brauche ich darauf eigentlich gar nicht gehen. Da kann ich jetzt eigentlich, ja, kann mich hier drum kümmern. Okay, also nochmal. Das Kupfervorkommen ist hier oben. Zinkvorkommen ist leider hier unten. Ich könnte allerdings dann die Produktion hier unten bauen. Schiff unter Beschuss. Die Brillenproduktion. Glashütte ebenfalls. Ich könnte ja dann hier die Quarzgrube zum Beispiel bauen. Hier eine Quarzgrube, also eine Quarzgrube für eine Gläserhütte. Oh, 7000, Dankeschön, nehme ich gerne an. Brillen brauchen 1,30. Bedeutet, eine Glashütte versorgt drei Brillenmacher. Und eine Messinghütte versorgt zwei Brillenmacher. Bedeutet zwei Glashütten Schiff unter Beschuss. sind gleichzusetzen mit einer Messinghütte. Allerdings brauche ich für zwei Genug Glashütten Süßwassermatrosen versenkt für heute. 70.000 möchte ich haben für 2 Stunden Waffenstillstand. Das eigentlich ist es ein Witz. Warum will die 70.000 haben? Ich meine, ich versenke doch ihre Schiffe. Nee, nein, sehe ich gar nicht ein. Ich bin zuversichtlich, dass wir es jetzt haben. Hier haben wir 1 zu 1. Okay, zwei Messinghütten kann ich bauen. Wenn ich zwei Messinghütten baue, dann reicht eine Glashütte dafür. Und man kann jede Menge Brillen bauen. Okay, dann fange ich doch gerade mal an. Zink war hier unten, richtig? Ja, die habe ich das letzte Mal schon vergessen. Große Unwäsche, der Mangel an Seife. Ein Schistim, ja. Also ein bisschen dämlich finde ich es ja ehrlich gesagt schon ein Sie bisschen. können doch nicht, ich meine, sicher, die Ausgabe darf nicht in diesem Zustand gedruckt werden. Finde es ein bisschen dämlich, dass hier Ich Sachen bin angeprangert gefangen werden, im die Schiff ich von Beryl. Es gar ist nicht zur sinnlos. Verfügung stelle. Das heißt, es ist kein Mangel, sondern Bin es wird einfach sehr verboten. aufmerksam. Naja, egal. Also. Schiff unter Beschuss. Lagerhaus muss man natürlich, Weg müssen wir bauen, also mal einen Weg bauen. Irgendwie mal so, damit ich hier eventuell auch noch runterkomme, falls ich das Zementvorkommen noch angraben will. Dann bauen wir hier ein Lagerhaus mal hin. So. Ich baue jetzt hier mal an der Seite den Weg hoch, auch wenn der unnötig ist, aber sieht schön aus. So, okay, dann habe ich jetzt Wir werden beobachtet. Zink. Dann brauche ich jetzt das Kupfer hier oben. Kupfermine hier. Natürlich auch ein Lagerhaus direkt daneben. Das Ganze hier verbinden. Und selbstverständlich hier muss natürlich auch eine Verbindung geben werden oder gemacht werden. So, hierhin. Okay, Kupferzink haben wir. Das bedeutet mit einer Mine.
Okay, ich brauche Fenster, sehe ich gerade. Jede Menge Fenster, kann ich aber zwei Messinghütten bauen. Ich baue das jetzt mal. Moment, nein, ich schicke erstmal mal das Schiff nach oben. Den haben wir hier, genau. Fahren wir bitte nach Hause. Also nach Hause zur Hauptinsel. Ist ja im Prinzip hier auch zu Hause auf der zweiten Insel. Dann baue ich meine Produktionslinie zu Ende. Also dann kann ich zwei Messinghütten damit versorgen. Brauche hier mit Sicherheit eine Feuerwehr. Okay, Schiff unter Beschuss. haben wir zwei Messinghütten, dann brauchen wir eine Quarzgrube und eine Glashütte. Also mit zwei Messinghütten, mit drei Messinghütten kann ich zwei Brillenfabriken versorgen. Ist das richtig? Nee. Ah, wie? Ah, Moment, ich muss andersrum rechnen. Also eine Glashütte versorgt zwei Messinghütten. Bedeutet, mir reicht eine Glashüttenproduktion. Messing produziert in einer Minute eins. Bedeutet, in 3 Minuten produziert die drei, während die da drüben nur zwei benötigt. Ich stehe gerade ein bisschen auf dem Schlauch, was die Umrechnung angeht. Auf jeden Fall, was ich weiß, ich brauche nur eine Quarzgrube, eine Glashütte. Das ist schon mal sicher. Und ich brauche nur eine Glashütte für die beiden. Dass die schicken beides rein. 1000 kostet die Brillenfabrik. Ich bin jetzt schon 1200 im Minus und ich habe die Dinger noch nicht mal gebaut. Das ist schon teuer. Aber nichtsdestotrotz gemacht werden muss es. So, Fenster habe ich gar nicht mehr so viel. Ich nehme trotzdem mal 100 Stück mit. So, wieder hier nach unten. Okay, jetzt noch mal rechnen. Also wenn in 30 Sekunden eins produziert wird und hier in einer Minute eins produziert wird, kann ich mit einer Glashütte zwei Messinghütten versorgen. Das ist richtig. Gut. Hier wird eins in einer Minute 30 produziert. Das heißt in. Und hier wird eins in einer Minute. Das bedeutet, wenn das hier zwei Brillen produziert, werden in der Zwischenzeit drei Messingteile produziert. Da ich jetzt zwei habe, werden in 3 Minuten sechs Messingteile produziert. Und zwei verbraucht. Bedeutet, mit zwei Messinghütten kann ich, wenn ich zwei von denen habe, dann verbrauchen die in 3 Minuten verbrauchen sie vier. Also produzieren vier und verbrauchen demzufolge auch vier. Die produzieren aber sechs. Das bedeutet, ich kann drei Brillenschmieden bauen mit zwei Messinghütten und einer Glashütte. Jetzt müsste es eigentlich passen. Ich baue aber trotzdem erstmal nur eine. Nee, ich baue doch, ich baue eine. Nee, ich brauche, glaube ich, zu Beginn gar nicht so viel. Muss ich erst mal abwarten, dass das Schiff wieder unten ankommt, wenn das nicht schon ist. Ein Schiff erster Hier Klasse. kommt er. So, dann lad mal die Dinger ab. Dann bau mal. Messinghütte 1, Messinghütte 2, Brillenfabrik 1, minus 2700. Heftig. Okay. Ich habe noch 98 Arbeiter zur Verfügung. Das ist okay. Muss ich aber irgendwann demnächst mal ein bisschen erhöhen. Okay, also ich kann bis zu drei Brillenfabriken damit versorgen, mit dieser Produktionslinie, meiner Meinung nach. 2 zu 3 zu 1. Ja, bei den 1,30 werden 3 produziert. Ja. Doch. Doch, das müsste ich richtig ausgerechnet haben. Wenn nicht, könnte mich jetzt auslachen. Okay. Dann läuft die Produktion jetzt hier gleich. Ich werde das Lagerhaus aber eigentlich noch auf. Schon wieder keine Ziegel. Ich glaube, ich muss ja doch eine eigene Ziegelproduktion bauen. Aber ich habe hier nur ein einziges Lehmvorkommen und das ist hier oben im Eck. Ich baue es trotzdem hier ständig. Ich meine, das kostet mich natürlich auch wieder Unterhalt, aber ich habe keinen Bock, ständig die
Sachen hier runter zu karren. So eine Lehmgrube für zwei Ziegel. Einmal Ziegel. Nochmal Ziegel. Und hier natürlich ein Lagerhaus ran. Ich baue das einfach gern. Ich muss sagen, die Ziegelproduktion, die baue ich sehr gern. Weil das so schön quadratisch gebaut werden kann. So, dann das Ganze noch verbinden. So, das ist jetzt auch nicht so mega teuer im Unterhalt. Aber die Arbeitskraft geht aus. Dann werden wir hier jetzt einfach noch kurz 1, 2, 3 aufsteigen lassen. Dann müsste das wieder passen. Ich hoffe, das bleibt auch in der Bilanz ohne Folgen. Kleidung passt noch. Oh, ah, Mist. Mir fehlt jetzt Bier. Möchte ich das Bier jetzt sperren? Dazu sind wir doch hier. Ja, der ist euphorisch. Ich sperre das Bier. Reicht mir, wenn die zufrieden sind. Weil das Bier möchte ich auf der Hauptinsel nur haben. So, Brillen werden jetzt hier schön produziert. Wenn dann hier ein paar Ziegel produziert sind, werde ich das Lagerhaus immer ausbauen. Wie ist denn die Brandgefahr hier gering? Okay, aber ich müsste jetzt auch schon ein paar Brillen haben. Zwei, ja gut, ein paar ist gut, zwei. Okay. Weiß natürlich jetzt nicht, wie schnell die verbraucht werden. Der Schnaps scheint immer noch nicht zu reichen. Nichtsdestotrotz gehen wir mal hier raus. Du bringst Bier und das. Du hast nur drei Kapazität. Dann werde ich hier noch ein zweites Schiff auf die Route schicken. Eine neue Route. Eine Handelsroute. Ja. War von hier nach da. Und hier lädst du die Brillen auf und die entlädst du hier bitte wieder. Annehmen. Das Schiff ist noch keins drauf, das muss man nämlich erst produzieren. Machen wir natürlich auch. So. Mal wegklicken hier. Also noch eine Fregatte. Oder sollen wir noch einen Clipper? Schnelles mittelgroßes Handelsschiff mit erhöhter Frachtkapazität. Na, da das immer wieder von Piraten. Ich baue eine Fregatte. Das ist mir lieber hier auf der Route, weil da kommen ja ständig die Piraten. Okay, dann warte ich jetzt mal, bis das Schiff gebaut wird. Da die Kiste mir steht kurz vor seinem Ende. Ja, okay. Ah, ja, okay, ich verstehe. Ich habe schon wieder zu wenig Arbeiter. Wie schaut es denn hier mit der Bilanz aus? Weil die Schiffswerft ja nicht ständig läuft. Also hier habe ich noch Potenzial. Hier habe ich überall noch Potenzial. Wohl Seife, gut, Bier wird importiert. Bei den Konserven sieht es eng aus und bei den Maschinen sieht es eng aus. Aber so hoch werde ich ja gar nicht befördern. Das heißt, ich baue jetzt mal noch kurz ein paar Bauernhäuser. Die Reihe hier zu Ende sollte eigentlich genügen. Und dann werde ich natürlich auch noch hier ein paar aufsteigen lassen. Einmal, zweimal. Sie mir die Last des Kaiserhauses zu stemmen? Geleitschutzaufgabe 26, da ich gerade Minus bin, nehme ich die mal an. Ich möchte aber trotzdem noch mal was aufsteigen lassen. Hier. So. Ich glaube, das reicht erstmal. Nochmal 31 Bauern. Und dann lassen wir die mal hier jetzt einziehen und dann schaue ich nochmal nach, ob es mit der Versorgung passt. Okay, meine Bilanz 20 Rasen zu verbessern, weil vermutlich die Brillen jetzt geliefert worden sind zum ersten Mal. Nein. Warum nicht? Dieser Ort.
Ort offenbart eine Reihe ungelöster Gleichungen. Wie sollen die Brillen auch geliefert werden? Ich Idiot, das Schiff ist noch nicht mehr fertig. Feuerholz sammelt man. Wo muss ich hin für meine Aufgabe? Da oben hin. Na gut. Dann schippen wir mal da nach oben. Wie lange braucht mein Schiff noch? 3/4 fertig. Dann warten wir hier noch ein bisschen. Schauen wir uns mal insgesamt um. Ziehen gerade noch Leute ein. Ja, es ziehen noch ein paar Handwerker, Arbeiter ein, nicht Handwerker. Bauern ziehen auch noch ein. Ja, das ist eigentlich schon eine recht gute Idee mit dem Pendler Kai. Wie gesagt, es macht jetzt einfach die Logik von Anno 1404 und allen anderen Annos eigentlich jetzt voll klar. Gut, zwar die 05 ist gänzlich anders aufgebaut, deswegen kann man das nicht vergleichen. So, Schiff vom Stapel gelaufen. Moment, wie heißt du denn? Das hast du mir nicht gemerkt so schnell. Die Flunder. Na, die Flunder. Dann geht man mal die Flunder hier auf diese Handelsroute. Mit einem Kaffee. Sie spielen schon seit 2 Stunden. So. Okay, Brillenroute läuft. Damit, wie viel haben wir hier unten überhaupt? Mittlerweile kommen hier 2 Schiffe an, wenn ich das richtig weiß. Brauchen wir schon einen Anlegekai? Ich glaube noch nicht, nein. Schiff unter Beschuss. Ich schaue es mir jetzt nochmal an. Ah, die hat auch eine Fregatte. Die ist schon ziemlich nervig. Ist viel nerviger als die Piraten bei 1404, soweit ich mich noch erinnern kann. Okay. Die Produktion hier, die scheint zu laufen. Wie viel haben wir denn auf Vorrat? 9 Stück. Ja, das muss ich jetzt mal schauen, ob diese eine Brillenmacherei schon reicht. Oder ob ich noch eine zweite oder eine dritte werde ich wahrscheinlich bauen. Ich meine, ich habe ja noch nicht viele Ingenieure. Das sind hier ein paar. Also, ich meine, die haben auch nur die ersten Bedürfnisse freigeschalten. Rum ist jetzt da. Moment, das muss ich jetzt mal beobachten. 75 habe ich ja herschaffen wollen. Bin noch 45 da. Jetzt bevor während die Brillen erstmal gefahren werden, schauen wir mal ganz schnell noch in der neuen Welt vorbei. Und ich möchte mal schauen, wie es hier jetzt mit dem Rum aussieht auf Lager. Ah, das Lager ist voll. Also es wird zumindest hier nicht zu viel verbraucht. Ja, halt die Klappe. Ja, also ich klaue das nicht und das wird jetzt hier weniger, sondern das wird jetzt gar nicht zu Ende produziert. Hier die Lager sind voll. Eigentlich alle, aber hier zwei volle Lager. Es wird gar nicht alles abgeholt. Vielleicht kann ich sogar ein bisschen hochgehen. Ich könnte aber eventuell ja hier einfach nur ein Depot bauen. Damit die Lagerkapazität erhöht. Sieht eigentlich auch ganz nett aus. Kann jetzt hier überhaupt noch jemand durchlaufen? Gut, durch das Depot durch natürlich zum Verladekran und zu meinem Geschützturm. Aber so außenrum wird es ein bisschen schwierig. Moment, hier findet doch auch was drin statt. Dieses Detailreiche machen die da. Die unterhalten sich nur, die sollen was arbeiten und sich nicht unterhalten. Okay, dann gehen wir jetzt schnell wieder zurück in die neue Welt, in die alte. Von der neuen in die alte. Schauen mal, ob die Brillen schon angekommen sind. Ja, die ersten Brillen sind angekommen, 8 Stück.
Die müssten dann jetzt hier zufriedengestellt sein. Jawohl. Die Bilanz ist bei minus 845. Das ist natürlich nicht so Bombe. Da muss ich unbedingt ran. Aber das Ganze machen wir in der nächsten Folge. Also die Versorgung scheint gewährleistet zu sein. Ich werde vielleicht noch ein paar Ingenieure aufsteigen lassen. Nicht viele. Ein paar Häuschen. Hier vielleicht. Und versucht die Bilanz ein bisschen zu frisieren, damit wir wieder im Plus ankommen. Begleiten Sie mich ein Stück des Weges? Das machen wir in der nächsten Folge. Schiff ist oben angekommen. Also, wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Bis dahin.